Hallöchen und willkommen zurück zu Risen 3 Titanlords. Ja, die Krabbe zappelt hier irgendwie noch so, aber die ist schon tot. Also die haben wir beim Ende der letzten Episode gekillt. Und ich bin jetzt gerade hier im Nordwesten von Taranis unterwegs. Hab hier noch so den Auftrag, so Steine in die Monolithen reinzubasteln. Dann bin ich gerade in der Nähe von einem. Das werde ich auch gleich mal in Angriff nehmen. Ich hoffe, das geht so ohne weiteres. Ich weiß es nicht genau. Also ich habe jetzt das noch nicht probiert. Und ich werde auf alle Fälle erstmal die zwei Monolithen nehmen, die etwas weiter ab vom Schuss sind. Denn zu dem einen am Hafen komme ich ja relativ zügig hin. Also da brauchen wir ja bloß direkt am Hafen mal kurz einen Meter laufen. Wobei ich ja bei dem jetzt auch nicht so weit weg wäre, weil ich könnte ja hin teleportieren mit einem Teleporter. Den habe ich ja aktiviert hier in der Gegend. Von daher sollte es auch nicht das Problem sein. Aber wo wir schon mal hier sind, können wir gleich mal auch unser Glück versuchen. Oh, Leviathan, der kommt auch schon angeschissen. Oh, ich weiß noch, auf der Insel der Diebe, dass die Gnome da von dem Gnomenfresser berichtet haben. Das war ja letztens auch nur ein Leviathan. Und der ist ja nun auch nicht mehr wirklich eine Gefahr. Aber man wächst ja schließlich auch mit seinen Aufgaben, ne? Wäre ja auch schlimm, wenn man immer noch kämpfen würde wie ein totaler Anfänger. Passt genau in die Fassung. Beeindruckendes Bauwerk. Nein, da gehe ich jetzt nicht mehr dran. Oh, da liegt noch ein Teleportstein, hätte ich fast übersehen. Hier nichts. Hier haben wir noch eine Kiste, die wir mal eben plündern. Wahrscheinlich ist auch wieder Müll drin. Ja, auch hier sieht man es wieder. Die Framerate ist echt für den Eimer. Versteht es echt nicht. Was das Spiel dafür ein Problem hat, wenn man hier einfach mal so eine Kiste anfasst. Gottchen. Nur einmal hier. Ja, normalerweise geht das viel, viel schneller. Aber irgendwie will das Spiel nicht so richtig, wie ich will. Naja, was soll's. So, werfen wir einen dezenten Blick auf die Karte. Einmal kurz hier oben noch am Wasser rumdümpeln. Geräusch. Muss natürlich demnächst auch mal wieder zurück zum Magierlager und Bericht erstatten. So, wo ist denn die andere Echse hin da vorne? Na, schade, hier geht's nirgendwo hin. Oh, Moment. Bergkristall. Ja, das vermisse ich so ein bisschen. Also, dass man wirklich tatsächlich öfter mal Höhlen oder sowas findet hinter Wasserfällen, das finde ich mal ganz stylisch. So als Design-Element, wie man es halt so schön sagt, ne? Hey, du kleiner Dreckskobold. Was quagt mich zu schlagen? So, hier müsste es eigentlich wieder zu der Mine hochgehen. Okay, das haben wir jetzt alles hier erforscht. Können wir jetzt im Prinzip in den nächsten Bereich vorstoßen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal... mache ich das denn am blödsten?
Kann man dorthin teleportieren? Ja, ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier runter. Lass mal erstmal den Strandbereich erledigen. Weil ich glaube, da kommt man gar nicht so ohne weiteres von einer anderen Seite ran. Also einmal hier rumschwimmen um den ganz westlichen Bereich. So mal rumlaufen, das Wasser ist ja flach genug. Oh, da vorne ist ja richtig Party. Das ist so geil, wie der da bei den Skeletten jedes Mal abgeht. Mann, das ist auch noch ein... ich weiß ja nicht, eine Ansammlung von Knochen. Was willst du denn da hier so großartig noch ein Schwert durchstoßen? Und so tun, als ob das irgendwie wahnsinnig Effekt hätte. Ja, was ich so noch cool finden würde bei Risen, wäre mal irgendwie so kleinere Zwischengegner, also die etwas stärker sind. Also dass man so Mini-Bosse oder wie auch immer man es nennen mag. Vielleicht noch hätte. Also vereinzelt gab es die ja. Margoloth zum Beispiel war ja schon ein etwas größerer Kampf. Ja, also krankenwagentechnisch ist halt auch schon wieder die Hölle los vor der Tür. Frag mich, was da schon wieder los ist. Ein toller Seestern. Hallo Sebastian, alte Krabbe. Schattenwächter läuft da wieder rum, wie der Pascha. Oh mein Gott. Immer in alle Richtungen kämpfen hier, wenn die einfach die ganze Zeit blocken. Nein, nicht runterschmeißen. Verdammt, Axt aber auch. Na ja, gut. Haben eh nichts Wichtiges dabei. Ein paar Knochen. Schon wieder ein Grab. Hm. Was man mit den Gräbern auf sich hat. Na, vielleicht bekomme ich da wirklich mal noch eine Quest dafür. Muss ich mir nur merken, wo die alle waren. Ui. Dann mal wieder eine etwas schwierigere Kiste. Oh, die Framerate ist echt für ein Eimer hier bei solchen Kisten. Ist mir absolut unbegreiflich, wie das überhaupt so... Moment, was kann ich hier? Ein Dämonenherzen. Ah ja. Ja, ist mir absolut unbegreiflich, wie das hier so scheiße funktionieren kann bei den Kisten. Weil sogar hier in der Spielwelt, da wo eigentlich wesentlich mehr zu sehen ist, wo mehr zu laden ist, wo mehr darzustellen etc. Ja, da funktioniert das einigermaßen.
Mal schnell ein bisschen was aus dem Picknickkorb zu mir nehmen. Wofür schleppe ich das Zeug denn sonst hier die ganze Zeit mit mir rum? Wobei ich das jetzt auch schon tagelang im Rucksack habe, das Zeug. Ich glaube, ich bin jetzt bei Tag 45 oder sowas in dem Dreh. Oder 46 sogar schon. Ja, und ich trage mindestens schon seit 20 Tagen das gleiche Futter mit mir rum. Wenn nicht noch länger. Mann, ey, du Drecksvieh. Bin ja ruhig im Weg, ja, bin ich. Okay. Das Schiff, ich dachte eigentlich, das wäre der Hafen. Aber irgendwie ist es nicht der Hafen. Scheint ein anderes Schiff zu sein. Irgendwie Bones hatte was davon gelabert, dass er ein Schiff gesehen hat, aber... Na, wir werden das mit Sicherheit gleich rausfinden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was Bones zu dem Schiff gesagt hat. Naja, mal gucken. Ich schon merkt, wenn da gleich Sebastianus oder sowas mit seiner Crew an Land gegangen ist und mir den Arsch aufreißt. Natürlich jetzt die Frage, ob ich da hinschwimmen sollte. Obwohl, das ist direkt da unten schon beim Schattenreich. Ne, da will ich eigentlich ehrlich gesagt mal gar nicht hin. Ich möchte erstmal noch hier den Bereich so erforschen. So, mal auf die Karte schauen. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal hier so in den Bereich rein. Da sind ja wieder diverse Laufwege. Ich hoffe, das ist nicht wieder so unübersichtlich. Sieht ja zumindest erstmal so aus, ob man da zwischen den Laufwegen nicht unbedingt hin und her wechseln könnte. Ja, man sieht es ja schon. Okay. Werde ich mir so ein bisschen die Gegend abgrasen. Ich denke mal nicht, dass wir irgendwas Wichtiges finden werden. Jetzt habe ich einmal zu früh schon die Waffe weggesteckt. Sieht aber sehr hübsch aus, die Gegend.
Ist ja auch schon ein bisschen brutal. Weiß nicht, machst du hier gerade so dein Nickerchen als Lux in der vermeintlich sicheren Gegend und kriegst erstmal direkt eine reingebrettert. Oh, Moment, hier ist auch noch eine Hütte. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drin war. Ich glaube, da muss ich mal gucken gehen. Kann sein, dass ich da noch gar nicht war. Ja, hier war ja so die Stelle, wo wir das Taraniskraut gefunden haben. Für, wie hieß er denn, Nergal oder sowas im Keller der, des Magierlagers. Der hat ja irgendwie der Alchemist oder was auch immer, der Kräuterkundler. Der wollte unbedingt Taraniskraut haben und das haben wir hier gefunden. Huch, geht er noch einmal her? Ja, okay, hier war ich definitiv noch nicht, sonst würden die ja nicht mehr leben. Ey, du blödes Arschloch. Ah, hier, das ist da... Wie ist er denn? Tockel oder sowas? Der abgehauen ist. Der wollte kein Fischer mehr sein. Und hier sollten wir ja noch jemanden finden. Das, was ich beim letzten Mal gesagt hatte, wo wir von der Mine raus sind... Wo ich dachte, das wäre dort gewesen, das kleine Häuschen, aber das war hier am See. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ah, Taraniskraut. Okay. Wir sollten hier nämlich noch jemanden finden. So, was ist hier los? Oh nein, Lina ist tot. Verdammt. Tja. Ein weiteres Opfer der Schatten. Das ist definitiv nicht gut. Naja. Dann müssen wir Tuckelleiter vom Leid seiner, na, ich weiß gar nicht, seine Frau oder Freundin oder einfach haben die nur zusammen gewohnt, eine WG sozusagen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls müssen wir Tuckel davon berichten wahrscheinlich. Er wird vermutlich nicht begeistert sein. Naja gut, bevor wir uns weiter hier nach Süden vorwagen, mache ich erstmal eine ganz kleine Pause, ruhe mich mal ein bisschen aus von den Kämpfen und bin dann demnächst wieder für euch da. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3 Titan Lords. Bis dann, einen schönen Tag und wir sehen uns.